Hallöchen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist Dienstag, der schießt mich tot, ich weiß es nicht. Ich denke, heute ist der 3. September. Ja, genau. Ich habe heute frei und versuche euch heute wieder mit durch meinen Tag zu nehmen. Ja, eigentlich steht nichts Großes an, nur irgendwie ein paar Erledigungen einkaufen, Fotos machen, für einen Reisepass immer noch. Ja. Das Neueste, was ich euch eigentlich ganz am Anfang mitteilen wollte, ist die, die mich schon verfolgen auf YouTube, Logan Lange. Diesen Account gibt es leider nicht mehr. Ich wurde gehackt und ich weiß gar nicht, ob der Account schon gelöscht wurde, aber ich habe neun und habe natürlich keine Follower. Daher, alle, die mich wieder verfolgen wollen, gerne Logan Lange. Eins steht da gerade. Ich versuche es noch zu ändern. Logan Lange YouTube. Logan Lange nur bekomme ich nicht mehr hin. Ich habe euch jetzt auch oder packe euch unten einen Link rein, den ihr noch anklicken braucht, wenn ihr Lust habt, mir zu folgen. Da sind auch ein paar Stories. Die letzten Tage habe ich es wieder echt probiert, ein bisschen mehr zu machen. Ja, über Facebook wisst ihr auch, könnt ihr mich abonnieren. YouTube natürlich auch, da würde ich mich total freuen. Wir sind auch wieder ein paar mehr geworden. Icke, all die, die neu sind. Ich bin Logan Lange, komme aus Berlin und wohne jetzt hier unten in der guten Schweiz. Ja, auf meinem Kanal gibt es eigentlich mehr so Kinderwunsch und Alltags-, Fashion und Beauty. Beauty, ich glaube, das ist nicht ganz so mein Ding, aber ich habe es mal probiert. Ja, Kinderwunsch ist eine lange Geschichte. Da müsstet ihr dann mal euch so durchklicken. Wir waren in der Kinderwunschklinik. Es klappt leider auf natürlichen Wege bei uns nicht so. Und wir müssten gucken, wie es jetzt erstmal weitergeht. Also demnächst werden wahrscheinlich nur erstmal so Alltagsvlogs kommen. Ja, ich freue mich trotz alledem, dass ihr eingeschaltet habt. Und nicht vergessen, wer mehr von mir wissen möchte oder erfahren möchte, über Instagram gibt es natürlich mehr. So, heute wollte ich euch einfach so durch den Tag mitnehmen. Eigentlich steht ja, wie gesagt, nichts Besonderes an. Nur ein paar Erledigungen machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, es geht los. Ich nehme euch mit. Schön, dass ihr dabei seid. Und viel Spaß. So Leute, da bin ich wieder. Ich stehe jetzt gerade hier vom Möbelgeschäft. Und bin eigentlich immer noch auf der Suche nach einem neuen Badläufer. Und wollen uns ein neues Bett schick kaufen. Mal gucken, ob man hier was findet. Ich muss, glaube ich, erstmal herausfinden, welche Stärke von Matratze ich bräuchte, weil ich immer und immer ganz mega dolle Rückenschmerzen habe. Ich habe schon den Verdacht, dass es dann doch die Bandscheibe sein könnte. Ja, und vielleicht kann man es hier testen. Ich werde mal auf meinem freien Tag mich wirklich ein bisschen umschauen. Vielleicht kriegt man da ja ein paar Informationen und einfach mal umschauen. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich werde jetzt ganz schnell meinen Einkauf auspacken. Ausgeladen habe ich ihn da schon. Und dann muss ich auch schon wieder los den Hani abholen. Irgendwie passiert heute auch nichts Aufregendes bei mir. Ja, vielleicht frage ich mit dem Hani nochmal zum Optiker. Ich muss ja eine Brille kriegen. Oder ich brauche eine Brille unbedingt zum Autofahren. Das habe ich mir überlegt. Die haben letztens schon rumgemotzt, warum ich da filme im Laden. Die sind alle ein bisschen eigen, finde ich. Werde ich euch wahrscheinlich einfach die Requenzen von dem Video einblenden, was ich da schon gedreht hatte. Jedenfalls hatte ich mir drei Brillen ausgesucht. Eine goldschwarze, eine runde, dann eine schwarze mit ein bisschen eckiger oder eine ganz riesengroße goldene. Kein von allen hat meinem Handy gefallen. Ihr könnt ja mal abstimmen, welche ihr am tollsten findet. Ich blende die Bilder einfach nur ganz schnell, also die Frequenzen oder lasse ich so durchlaufen mit Musikuntertitel so. Ich muss mal gucken, aber wäre cool, wenn ihr mal eure Meinung dazu sagen würdet. Leute, schaut mal, ich brauche eigentlich seht ihr das? Eigentlich brauche ich eine Brille. Ich habe jetzt die ganzen Tage schon mal geschaut. Oder dieses Modell ist halt ein bisschen mein Outfit of the day. Ist natürlich etwas wuchtiger.
So dachte ich eigentlich schon mal, obwohl die andere, glaube ich, gefällt mir besser. Also die gefällt mir auch gut. Oder sowas. Ja, sowas finde ich natürlich auch richtig cool. Finde ich richtig cool. Da wirken meine Augen auch nicht so groß dran, oder? Wisst ihr, manchmal habe ich schon immer das Gefühl, ich habe keinen Geschmack, ja. Also, er sagt immer auch so, manchmal sagt immer, du läufst rum wie ein Klon. Findet ihr, ich laufe rum wie ein Klon? Also, ich finde gar nicht, also. Naja, also, ich muss räumen jetzt schnell alles weg. Ich habe auch gar nicht groß Bewegung gekauft. Hier eine Cola für den Handy, ein Klostein, was für ein Geschirrspüler. Dann, ach so, mein Make-up habe ich gekauft, kann ich euch mal kurz zeigen. Ich benutze immer dieses hier von L'Oreal Perfect Match in der Farbe 4N. Also das Beige. Den habe ich schon immer genommen. Und jetzt gab es ein neues Setting Spray. Meins ist alles. Ich hatte vorher immer das von BH Cosmetics. Jetzt probiere ich das immer aus. Mal gucken, wie das so ist. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich räume jedenfalls alles ganz schnell ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich muss ja schon wieder los in Honey abholen und dann fahren wir ja, wie gesagt, Fotos machen. Am Vorher wollte ich euch vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Wir haben ja vor, uns einen Labrador zu kaufen. Ich wollte eigentlich mal einen braunen Jungen haben, einen Rüden. Ich habe jetzt aber ein Mädchen gefunden, weil das nicht weiter schlimm ist, weil Mädchen sind eh irgendwie anhänglicher, glaube ich. Was ja bei mir gar nicht so verkehrt ist. Ich zeige euch gleich mal Bilder. Ich habe die Kamera so vor dem Laptop gehalten oder vom Computer im Prinzip und habe da ein bisschen die Bilder angeklickt und kann euch zeigen. Ich werde die Dame jetzt heute Abend, ich hatte ja eigentlich eine Nachricht geschrieben, da kam nur noch nicht zurück. Ich habe mir jetzt die Telefonnummer mal rausgeschrieben und werde die Dame mal anrufen. Und ich werde mal nachfragen, wie es ausschaut, ob dieses Mädchen noch zu haben ist. Ja. Und wir würden uns dann wieder einen Hund kaufen. Also was heißt wie? Eigentlich ich. Eigentlich sollte das ja meiner sein, das sollte so was wie ein Therapiehund sein, weil halt es mir ab und zu, also diese Fehlgeburten, die habe ich halt alle nicht so gut weggesteckt. Ich hatte ja früher schon einen Hund, weil halt einfach der Hund tut mir einfach gut, tut meiner Seele gut, tut meinem Alltag gut. Dadurch wirst du natürlich auch immer angeregt rauszugehen, aufzustehen. Was ihr da draußen wahrscheinlich nicht so wisst, ist, dass ich an einer Krankheit leide, das sind Depressionen. Ja. Aber seitdem ich hier unten lebe, also jetzt seit 2 Jahren im Prinzip, jetzt, Mann, am 19. werden 2 Jahre, ist diese Krankheit eigentlich nicht mehr groß ausgebrochen. Also es gibt gute Phasen und gibt halt weniger gute Phasen. Die weniger guten Phasen sind halt immer, wenn ich Tiefschläge habe, so wie diese Fehlgeburt und dadurch, dass dieser Kinderwunsch ja im Prinzip ja seit Jahren so stagniert und wir eigentlich nicht vorwärts kommen, habe ich mir jetzt überlegt, damit meine Seele wieder halt ein bisschen in Schwung kommt, werde ich mir einen Hund wieder kaufen. Der Hanni hat ja seine Katze und da soll ja auch noch ein kleiner Spielgefährte dazu kommen, aber Katzen sind ja nicht so meins und daher habe ich mich entschieden, wieder einen Hund zu kaufen. Ja. Ich werde euch dann natürlich mitnehmen. Mal gucken, ich werde die nachher mal anrufen, die Dame, und mal schauen. Vielleicht ist der Hund auch gar nicht mehr zu haben. Wollen wir mal gucken. Ich will jetzt hier auch nichts übereilen, übereilen. Wollen wir mal gucken. Also ich werde jetzt erstmal ganz schnell den Honey abholen. Wir werden die Fotos machen. Und dann hoffe ich, fährt er mit mir nochmal schnell in das Möbelhaus den Spiegel abholen. Das ist ein großer. Ich wollte eigentlich einen goldenen haben. Gold findet er natürlich nicht toll.
ihm ist das hier schon alles zu goldig, muss ich akzeptieren, ich lebe zusammen mit ihm hier. Und daher würde ein weißer passt optimal, finde ich, von der Farbe her in unser Anziehzimmer. Ja, dann kann ich auch mal meine Outfits euch zeigen. Ja. Ansonsten, Bett finde ich, bin ich nicht geworden und da werde ich halt auch mal online schauen. Aber jetzt schnell die Handtasche geschnappt, die Sonnenbrille auf und den Hanni abholen. Und wer liegt denn da unten? Sagst du Hallo? Du siehst aus wie so ein kleines Monster. Ohne Dings. Oh, Hanni, du siehst aber mega dick da drin aus jetzt. Ja, aber der ist groß. Ey, draußen 30 Grad und so schießt ein Bademantel hier. Gar nicht 30 Grad. Der ja. Eisberg kocht uns jetzt, warte. Und Schaka, Schakalaka, du machst. Schakalaka, du. Ja, der Hanni kocht uns jetzt noch Abendessen. Und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend. Dann morgen geht das Arbeitsleben schon wieder weiter. Ja, und hiermit würde ich jetzt ganz gerne den Blog beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und vergesst nicht, Instagram habe ich ein neues Profil, Logenlanger1. Das andere ist irgendwie wirklich weg. So ist es manchmal im Leben, jetzt fange ich von vorne an, aber ich baue da auf euch, dass ihr mir folgt und wir weiterhin in Verbindung bleiben. Also, bis bald, eure Logen. Ciao, ciao. Dann sehen wir uns gleich wieder.